Autohaus Dokic in Germaringen vereint das Beste aus zwei Marken, Hyundai und Nissan, direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team. Einen schönen guten Abend zu den Allgäu-TV-Nachrichten heute am Dienstag, am Internationalen Tag der Pressefreiheit. Der Ukraine-Krieg und vor allem aber auch die Corona-Krise zeigen ganz deutlich, von welch grundlegender Bedeutung eine freie Berichterstattung ist für die Menschen und für die Existenz von Demokratien. Unser regionaler Blickpunkt dazu gleich. Außerdem sehen Sie heute noch das bei uns. Musik gegen den Krieg. Ukrainisches Orchester als Kulturbotschafter auf Tour. Trotz Ukraine-Krieg Arbeitslosenzahlen im Allgäu weiter rückläufig. Und das Energiedorf im Allgäu. Wilpoltsried als internationales Vorbild. Und die Aussichten. Die Sonne wird weniger, einzelne Schauer möglich. Der Krieg gegen die Ukraine ist auch ein Krieg gegen die ukrainische Kultur, gegen ihre Eigenständigkeit. Die Ukraine wehrt sich an allen Fronten dagegen, auch an der kulturellen Front. Und deshalb ist das Kiew Symphony Orchester derzeit in Deutschland, gibt Konzerte vor ausverkauften Häusern, spielt ukrainische Komponisten. Die männlichen Orchestermitglieder wurden dafür vom Wehrdienst freigestellt für einige Wochen. Gerade machen die 115 Orchestermitglieder eine kleine Verschnaufpause bei uns im Allgäu. Im Hinterkopf aber immer die schrecklichen Geschehnisse in ihrer Heimat. Das Feriendorf Reichenbach bei Nesselwang steht um diese Jahreszeit normalerweise größtenteils leer. Heute sieht das aber ganz anders aus. Denn das Kiew Symphony Orchestra ist gestern Nacht hier angekommen. Die 115 Mitglieder und Angehörige sind seit wenigen Tagen auf ihrer Deutschlandtour unterwegs. 7 Benefizkonzerte haben sie bereits gegeben. Die Einnahmen sollen ukrainischen Bürgern zugutekommen, egal ob hier in Deutschland oder in der Ukraine selbst. Gestern ging es nun für das Kiew Symphony Orchestra von Hamburg ins Allgäu. Wir sind 11 Stunden hierher gefahren und jetzt sind wir hier. Und es ist so ein toller Ort, um sich endlich auszuruhen. Denn wir hatten 7 Konzerte in 7 verschiedenen Städten in 7 Tagen. Und das ist viel Arbeit, glauben Sie mir. Und wir haben viele Vögel gesehen, sehr, sehr schöne Häuser, wie ein Museum. Und natürlich fühlen wir uns hier sehr wohl. Nach 7 Tagen auf Tour haben sie ein bisschen Erholung auch dringend nötig. Denn das Orchester ist das Tourleben nicht gewohnt. Normalerweise sind wir im Zentrum von Kiew. Wir sind das Kiew Symphonieorchester. Aber jetzt ist unsere erste Deutschlandtour. Nur letztes Jahr waren wir in Füssen. Dort sind sie auf den Musikfestspielen aufgetreten und hatten so den ersten Kontakt zu Florian Zwipp, dem Organisator des Festivals und gleichzeitig Rotary-Mitglied. Vor 9 Tagen hat das Orchester den Kontakt wiederhergestellt. Und die Managerin hat mich angerufen, ob ich ihr helfen könnte, ein Konzert zu organisieren. Ich habe gesagt, komm, wir finden eine Lösung für euch, dass wir euch zeitlang hier unterbringen. Gesagt, getan. Bis zum 18.05. können die Ukrainer hier umsonst wohnen. Organisiert und finanziert wird das Ganze vom Rotary Club. Als sie gestern Nacht angekommen sind, die sind Mitternacht erst angekommen, da war der Kühlschrank schon voll mit Getränken, mit Essen. Auch das Frühstück haben wir besorgt und sie werden hier direkt vor Ort mit Mittagessen versorgt. Also sie sind praktisch rund um die Uhr von der Verpflegung her versorgt, aber sie kriegen natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, dass sie auch mal zu Aldi gehen und sich was kaufen, was sie halt speziell für ihren Bereich sich vorstellen. Nach 2 Wochen geht es wahrscheinlich wieder zurück in die Ukraine. Wir sind uns ziemlich sicher, dass wir zurück in die Ukraine gehen, weil wir keine Wahl haben. Wir müssen die Ukraine verteidigen, nicht nur militärisch, aber auch informell und kulturell, wie wir es jetzt auch tun, indem wir Konzerte spielen mit ukrainischer Musik, ukrainischen Solisten, mit ukrainischem Orchester. Deshalb sind die Mitglieder auch froh über das Interesse an der ukrainischen Musik. 4 ihrer Konzerte waren ausverkauft und die Nachfrage bleibt. Doch trotz aller Solidarität und Unterstützung, die sie hier erfahren, bleibt der Schmerz über den Krieg in der Heimat. Of course I'm smiling here.
Natürlich lache ich hier, aber in mir drin ist wie ein großer Stein. Es ist hart, überhaupt etwas zu fühlen, denn es ist eine große Tragödie für uns alle. Es ist nicht weit weg von uns. Zum Beispiel unsere letzte PR-Managerin, die vor 4 Jahren in unserem Orchester war, sie wurde von einer russischen Rakete im Zentrum von Kiew getötet. Und vor der Tour haben wir viel Zeit in der Ukraine verbracht. Die ganze Zeit mit dem Geräusch von Explosionen und Sirenen. Und natürlich hat jeder von uns Freunde, die schon ermordet wurden. Und dazu passt auch unser nächstes Thema. Berichterstattung unter Lebensgefahr, das ist momentan das tägliche Brot von Reportern in der Ukraine. Keine schöne Vorstellung, aber enorm wichtig, um die Pressefreiheit und eine unabhängige Berichterstattung zu ermöglichen. Die Pressefreiheit schützen und nutzen, eine Aufgabe, die auch uns täglich betrifft. Der heutige Tag der Pressefreiheit ist für uns als Journalisten und Journalistinnen deshalb ein wichtiger Tag. Das gilt sowohl für Allgäu TV als auch für unsere Kollegen von RSA Radio oder von der Allgäuer Zeitung. Warum ist Pressefreiheit für dich wichtig? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sagt, was ist und dass man sagen kann, was ist. Und auch wenn man mal kontroverse Themen anspricht, darf es nicht sein, dass man entweder von Gegnern dieser Meinung oder von der Politik von mir aus praktisch eingeschränkt wird in dem, was man sagt. Weil die Aufgabe ist ja logischerweise, einfach zu erzählen, was ist. Und dann ist es egal, ob das ein Maibaum aufstellen ist oder ob schwierige politische Entscheidungen zu kommentieren sind. Für uns im Allgäu ist es einfach so, dass auch wir unabhängig berichten, dass wir die Tatsachen in unsere Berichterstattung packen, die für die Menschen relevant sind. Das tun wir ungeschminkt, das tun wir ohne, dass wir beeinflusst werden. Und das ist auch das, was unsere Leser, was unsere Nutzer, was unsere Zuschauer beim Fernsehen von uns erwarten. Ich finde, Pressefreiheit ist ein sehr wichtiges Gut in Deutschland und es ist unglaublich wichtig, um auch die Demokratie zu wahren. Und damit einfach möglichst viele Meinungen auch abbildet und zeigt werden und die Gesellschaft einfach irgendwo auch wiedergespiegelt wird. Genau. Weil es wichtig ist, Leute zu kontrollieren, die anderweitig nicht kontrolliert werden würden. Und das auch festzuhalten für alle zugänglich. Also ich finde es ganz wichtig, denn es müssen immer mehrere Meinungen zählen in einer Demokratie. Und aufgrund dessen, denke ich, ist Pressefreiheit das wichtigste Gut überhaupt mit. Weil ich einfach finde, dass dass es Journalismus und Menschen in den Medien braucht, die über die Situation vor Ort berichten und da halt auch nicht eingeschränkt sein dürfen, weil sonst erfährt man ja nicht, was wirklich passiert auf der Welt. Und zum Beispiel eben auch in Krisenregionen, wo die Situation ja jetzt, egal ob es in der Ukraine ist oder in Russland, wo die Situation nicht so einfach ist, wenn es da keine Leute gibt, die unabhängig berichten, dann wüssten wir nicht, was wirklich passiert. Auch junge Kollegen finden es extrem wichtig, so wie die alten Hasen, dass uns niemand in die Suppe spuckt, dass uns niemand sagt, hey, ihr müsst jetzt aber so und so berichten, ihr müsst die Menschen fragen, ihr dürft diesen Sachverhalt nicht bringen. Nur wenn wir diese Freiheit haben, dann können wir die Menschen so informieren, wie wir es erwarten und wie unser Auftrag als Journalisten ist. Sehr unschön war es heute zu hören, dass Deutschland in der jährlichen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen von Platz 13 auf Platz 16 gerutscht ist, noch hinter Litauen und Jamaika. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in der zunehmenden Gewalt gegen Medienschaffende während der Corona-Krise. Und gleich die aktuellen Arbeitsmarktzahlen und kompakt mit den Kurznachrichten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Thank you.
unser Bier. Wir suchen Verstärkung. Wir suchen Sie. Werden Sie Teil unseres Mediaberaterteams im Rundfunkhaus in Kempten. Wir planen und helfen bei der Umsetzung von TV-, Radio- und Internetwerbekampagnen für unsere Bestandskunden und überzeugen neue Kunden von unseren Leistungen. Dabei treffen Sie Kunden vor Ort, nehmen im Homeoffice an Telemeetings teil und arbeiten in unseren Büros in Kempten. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz sowie eine interessante, leistungsgerechte Vergütung. Neugierig gemacht? Dann bewerben Sie sich jetzt im Rundfunkhaus in Kempten. Und nun aktuelle Nachrichten aus dem Allgäu. Die Gewerkschaft Verdi ruft unter anderem im Allgäu für den morgigen Mittwoch zu Warnstreiks im Sozial- und Erziehungsdienst auf. Grund dafür seien zwei erfolglose Verhandlungsrunden, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Kundgebung der Kitas gibt es morgen in Marktoberdorf. Am Donnerstag werden Beschäftigte aus der Behindertenhilfe in Kempten unter anderem für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gehen. Die Spendenbereitschaft für die Ukraine im Unterallgäu sinkt offenbar. Spendenbereitschaft lässt nach. Die Bereitschaft, Hilfsgüter für die Ukraine zu spenden, lässt nach, zumindest in Voringen. Das berichtet Karl-Heinz Karrer, der sich gemeinsam mit seiner Frau und anderen Freiwilligen seit Wochen für die Menschen in Not engagiert. Die Spendenbereitschaft ist immer noch vorhanden. Es ist gegenüber der Anfangszeit etwas ruhiger geworden. Denn zu Kriegsbeginn war die Spendenbereitschaft für ukrainische Geflüchtete, aber auch für die Menschen, die in ihrem Heimatland geblieben sind, immens. An vielen Orten im Allgäu haben Hilfsaktionen stattgefunden. Dabei kamen zahlreiche Sach- und Geldspenden zusammen. In Voringen finden auch Monate nach Kriegsbeginn noch Hilfsaktionen statt. Die Freiwilligen werden sich auch trotz nachlassender Spendenbereitschaft einsetzen, regelmäßig mit Hilfsgütern vollbeladene Transporter in die Ukraine zu schicken. Denn die Menschen dort brauchen weiterhin Unterstützung. Mitorganisator Karl-Heinz Karrer wünscht sich deshalb: Erstens, dass wir weiterhin unterstützt werden. Und zweitens wünschen wir uns, so wie Sie auch, sicherlich Frieden für die Ukraine. Auch in anderen Städten, wie beispielsweise Memmingen, gibt es die Möglichkeit, ukrainischen Geflüchteten zu helfen. Die Stadt Memmingen hat dafür ein Spendenkonto eingerichtet. Memmingen hilft. Beim Spaziergang sieht man derzeit oft Bärlauch am Wegrand. Jedoch ist Vorsicht geboten, denn der Schein kann trügen. Fast gleich aussehend, aber hochgiftig sind Maiglöckchen und Herbstzeitlose. Tipps zum Unterscheiden der Pflanzen gibt das BRK Oberallgäu. Bärlauch hat einen knoblauchartigen Duft. Herbstzeitlose sowie Maiglöckchen riechen nicht nach Knoblauch. Bärlauchblätter sind unten matt. Maiglöckchenblätter glänzen auf der Unterseite. Herbstzeitlosenblätter glänzen auf beiden Seiten. Bereits der geringe Verzehr von Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen kann zum Tod führen. Im Zweifel gilt also lieber stehen lassen. Ja, das waren die Nachrichten. Jetzt gibt's noch das Wetter. Gute Unterhaltung mit Casa Cavallo, dem Reitsporthaus in Kempten. Casa Cavallo, Ihr Fachgeschäft im Allgäu, wenn es um den Pferdesport geht. In der Nacht ist es teilweise bewölkt, teils klar. Die Temperaturen liegen bei Werten um die 6 Grad im Allgäu. Morgen Vormittag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix im Allgäu. Die Werte liegen bei 14 bis 16 Grad. Am Nachmittag kommt es in der gesamten Region zu Regenschauern. Trotzdem lässt sich die Sonne in vielen Teilen des Allgäus immer mal wieder blicken. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 15 Grad im Oberallgäu und bis zu 18 Grad im Unterallgäu. In den Bergen wird es morgen auch ganz schön bewölkt. Auch hier zeigt sich aber immer mal wieder die Sonne. Auf dem Nebelhorn und auf dem Hochgrat kann es regnen. Die Werte bewegen sich zwischen 0 Grad auf dem Nebelhorn und bis zu 11 Grad plus auf dem Gründen. Am Donnerstag regnet es noch weiter bei Werten von bis zu 10 Grad. Zum Wochenende hin wird es wieder etwas schöner. Freitag und Samstag wird es immer mal wieder sonnige Momente über den Tag verteilt geben. Die Temperaturen liegen am Freitag bei Werten von bis zu 14 Grad. Am Samstag gibt es bis zu 16 Grad. Unterbrochene Lieferketten, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, gestiegene Energiekosten und
Der Fachkräftemangel, die Herausforderungen für die Wirtschaft sind enorm. Mit Spannung wurden deshalb heute die Zahlen der Agentur für Arbeit erwartet. Inzwischen ist klar, die Arbeitslosenzahlen sind weiter rückläufig. Gut 9000 Menschen sind im Bezirk der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen arbeitslos gemeldet. Das sind 6,3% weniger als im Vormonat und liegt sogar 28,3% unter dem Wert vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 2,3%, das sind 0,9% weniger als im Vorjahresmonat. Die entsprechenden Zahlen sind heute auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben worden. Wir haben wirklich einen grandiosen Abbau der Arbeitslosigkeit jetzt im April zu verzeichnen. Aber auch diejenigen Personen, die in der Vergangenheit sicherlich so die ein oder andere Schwierigkeit hatten, auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen, insbesondere Ältere oder auch Langzeitarbeitslose, also Menschen, die schon ein Jahr und länger arbeitslos sind, auch die haben häufig den Weg wieder zurück in den Arbeitsmarkt gefunden und konnten wieder Arbeit bei unterschiedlichsten Arbeitgebern aufnehmen. Und das stimmt uns letztendlich auch sehr optimistisch für die Zukunft. Denn ja, offensichtlich erhalten auch Menschen, die in den letzten 2 Jahren so ihre Schwierigkeit hatten, wirklich wieder Chancen von Seiten der Arbeitgeber. Die niedrigste Arbeitslosenquote wurde aus dem Landkreis Unterallgäu gemeldet. Mit 1,9% liegt es unter den Top 10 der Landkreise in ganz Deutschland. Die höchste Quote meldet Kaufbeuren mit 3,7%. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Quoten im Vergleich zu letztem Jahr, aber auch im Vergleich zu 2020 meist sehr deutlich zurückgegangen. Vom günstigen Arbeitsmarkt profitieren auch Jugendliche, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. In praktisch allen Branchen gibt es mehr Plätze als Bewerber. Der Ausbildungswille in den Betrieben hat also weiter zugenommen. Das führt letztendlich aber dazu, dass auf einen Bewerber, der bei uns für Ausbildung gemeldet ist und vorgemerkt ist, dass da 2 gemeldete Ausbildungsstellen kommen. Und jetzt hat sich natürlich auf dem Ausbildungsmarkt auch in den letzten Wochen und Monaten schon sehr viel getan. Eine ganze Reihe von Verträgen sind geschlossen oder man ist sich inzwischen schon einig. Und wir ziehen natürlich immer so Zwischenbilanz und im Augenblick ist es so, dass auf einen im Moment noch unversorgten Jugendlichen 3 noch offene Ausbildungsstellen kommen. Besonders viele freie Stellen gibt es beispielsweise in der Hotellerie und Gastronomie. Aber auch in Erziehung und Pflege wird händeringend nach Fachkräften gesucht. Für Wieder- und Quereinsteiger in diesem Bereich plant die Agentur für Arbeit in den beiden kommenden Wochen Informationsveranstaltungen. Das muss sich zwangsläufig an alle wenden, weil wir einen Fachkräftebedarf jährlich haben von 400.000 zugewanderten Fachkräften. Davon spricht man ja. Und dann macht es natürlich Sinn, erstmal inländisch auch zu gucken, wen haben wir denn hier, also mit welcher Manpower, Womanpower kann ich arbeiten und da alle zu motivieren, die in der Lage und willens sind, in diese Bereiche zu gehen. Damit sind laut Christina Zano sowohl jüngere, aber auch ältere Menschen gemeint. Denn durch den demografischen Wandel werden in den nächsten Jahren mehr Menschen in Pflegeberufen benötigt werden. Wildpolsried im Oberallgäu ist mittlerweile international bekannt als das Energiedorf schlechthin. Durch Windkraft, Biogas und Solarenergie produziert die Gemeinde Strom und Wärme und ist zu 100% klimaneutral. Damit ist Wildpolsried ein Vorbild für andere Gemeinden. Im Allgäu blicken viele Orte neidisch auf das, was der kleine Ort in den letzten Jahren erreicht hat. Was Wildpolsried als Energiedorf genau ausmacht, das sehen Sie jetzt. In vielen Gemeinden werden Windräder von den Bürgern eher kritisch und als Verschandelung der Landschaft gesehen. In Wildpolsried sieht die Sache aber ganz anders aus. Hier löst jedes Windrad, das neu an den Ortsrand gebaut wird, regelrechte Jubelstürme aus. Warum? Weil Wildpolsried anders denkt und seinen Einwohnern durch die Windräder eine Investitionsmöglichkeit bietet. Und zwar nur den Einwohnern. Denn auswärtige Investoren dürfen sich nicht an den Windrädern beteiligen. Windräder sind in Wildpolsried aber nur eine von mehreren regenerativen Energiequellen. Jetzt an dem Standort hier, wenn Sie dann sehen, wie sich da die Windräder drehen, lauter Bürgerwindkraftanlagen oder wenn Sie bei uns im Ort stehen, an der kleinen Anhöhe auf dem Hungersberg und Sie blicken über unser Dorf und sehen da lauter
größere Gebäude, kommunale Gebäude, wo PV-Anlagen drauf sind, oder 300 Dächer hier im Ort, wo lauter Menschen investiert haben und sagen, wir machen mit bei der Energiewende, das ist sinnbildlich dafür. Oder wenn man natürlich ganz genau schaut, dass es eine Nahwärmeversorgung gibt über einen Bach drüber, sieht man Nahwärmeversorgung, da sieht man das, wird es sichtbar. Wilpoldsried ist ein zertifiziertes Energiedorf und produziert 8-mal so viel Strom, wie dort verbraucht wird. Durch seinen Status als Energiedorf hat der Ort in der Vergangenheit einen immer größeren Bekanntheitsgrad erlangt. Mittlerweile geht es sogar so weit, dass sich Menschen aus der ganzen Welt Energietipps in der Oberallgäuer Gemeinde holen möchten. Ja, Wilpoldsried will sehr wohl ein Vorbild für andere Gemeinden sein. Wir machen ja unwahrscheinlich viele Führungen, Energieführungen. Da kommen Leute aus der ganzen Welt. Ich hatte schon Leute aus Bangladesch. Und dann außerdem machen wir ja auch Schulungen für Afrikaner. Wir hatten erst vor 4 Wochen wieder ein Team aus Afrika da, von Berufsschullehrern, denen wir unsere Expertise im Energiebereich weitergeben. Auch für Oberstdorf könnte Wilpoldsried ein Vorbild sein. Die Gruppe Oberstdorf for Future setzt sich seit 2 Jahren für ein klimaneutrales Oberstdorf ein. Rudolf Kaiserswerth ist Teil von Oberstdorf for Future und hofft, dass sein Wohnort irgendwann einmal mit Wilpoldsried mithalten kann. Er hat auch schon einen klaren Plan, wie das gelingen kann. Da wird man neidisch, wenn man sieht, was in Wilpoldsried da alles abläuft. Ich bin jahrelang, ich habe in Mehring bei Augsburg gewohnt und da immer vorbeigefahren und habe diese Windräder gesehen. Windräder sind natürlich jetzt hier kein Thema. Wir müssten hier unbedingt Solarenergie machen. Das ist eins der Hauptthemen. Wir brauchen eine Solaroffensive, wir brauchen eine Gebäudesanierungskampagne, damit wir von dem Energiebedarf auch runterkommen. Denn vorher brauchen wir mit Erneuerbaren auch nicht anfangen, wenn man nicht den Energiebedarf entsprechend senkt. Wir müssen uns auch darüber klar sein, dass Wasserkraft und Holz, also Pellets etc. nahezu ausgereizt sind. Da kann man nicht mehr viel holen. Also ist das Einzige, was übrig bleibt, eigentlich Solar. Solarpanels auf den Dächern sind laut Rudolf Kaiserswerth der Schlüssel zum Erfolg. Er erhofft sich eine ähnliche Dichte wie in Wilpoldsried. Das hänge aber nicht nur an der Gemeinde und der Verwaltung, so Kaiserswerth. Dafür benötigt es die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Laut Bayerischem Sportschützenbund gibt es im Freistaat über 4.700 Schützenvereine mit weit mehr als 700.000 Schützen und Schützinnen. Schützengesellschaft zwischen Tradition und Moderne gleich bei uns am Beispiel Burgberg. Waffenbär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffenbär. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Energie ist kostbar. Das lernen wir schon als Kind. Energie ist, ganz egal woraus sie gewonnen wird, wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Doch Energie ist teuer wie nie. Und wir Menschen benötigen immer mehr davon. Nachhaltige Lösungen zur Energieoptimierung. Wir von VTA arbeiten daran. So gelingt es uns, bis zu 30% Belüftungsenergie an Kläranlagen einzusparen. Das ist wahre Kosteneinsparung. Reden wir darüber und handeln nachhaltig. Mehr dazu auf vta.cc. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Bei uns genießen Sie Ihren Urlaub auch mit körperlichen Einschränkungen. Erfahren Sie Freude an Unternehmungen und gleichzeitig qualifizierte Pflege. Berggasthof Sonne, Pflegehotel Allgäu. Urlaub genießen und Pflege erfahren. Wenn man Schützenverein hört, dann klingt das zunächst irgendwie ein bisschen altbacken. Dabei ist gerade die Geschichte dahinter echt interessant. Die ersten Schützenvereine entstanden im Mittelalter. Sie waren Wehr- und Notgemeinschaften zum Schutz der Heimat und zur Abwehr von Feinden.
Das hat sich über die Jahrhunderte etwas gewandelt. Heute dreht sich dort alles um Schießsport und Wettkämpfe. Und die Pflege von Brauchtum ist nach wie vor ein wichtiger Aspekt. Auch die Burgberger Schützengesellschaft hat eine lange Tradition und begeistert auch heute noch alt und jung. Das Gewehrladen, Ansetzen und Zielen. Am besten direkt in die Mitte. Hier trainieren heute die Jungschützen der Schützengesellschaft Burgberg. Ruhe und Konzentration steht da an erster Stelle. Ohne ein ruhiges Händchen wird es nämlich schwer. Was man halt mitbringen muss, ist die nötige Ruhe, Konzentration. Unruhe stört bei uns nur draußen im Stiebler. Da kann man sich sicherlich unterhalten, sich austauschen, was in der Schule oder sonst wo passiert ist. Aber erinnere dann im Schießraum, da legen wir Wert darauf, dass Ruhe herrscht, dass man sich wirklich dann auch konzentrieren kann. Ist vielleicht beim ein oder anderen Jugendlichen oder Schüler ganz okay, wenn er mal statt Zappler die Ruhe bewahren muss und sich konzentrieren darf. Die Jugend trainiert einmal die Woche, ebenso die Erwachsenen. So ist hier im Schießstand regelmäßig etwas los. Auch wenn es nur Luftdruckwaffen sind, mit denen die jungen Schützen schießen, ist die Sicherheit natürlich wichtig. In Sachen Technik hat sich da über die Jahre einiges getan. Von der Technik natürlich schreitet es fort, die Entwicklung, auch bei den Waffen. Bei den Luftdruckwaffen, insbesondere von Seitenspannern aus der Historie her, zu Pressluftgewehren, die aber den nötigen Luftdruck über eine Pressluftkartusche liefert. Und damit wird es für den Schützen leichter, den Ladevorgang abzuwickeln. Wo früher Papierstreifen ausgewertet wurden, stehen heute moderne Tablets, die das Ergebnis selbst über eine Software auswerten. Auch die Ausrüstung vom Schützen selbst wurde immer moderner. Also angefangen hat man so 1850 in Räumlichkeiten zum Schießen mit einem sogenannten Zimmerstutzer. Das sind damals umbaute Stutzen gewesen. Da hat man einen kleineren Lauf eingebaut. Und geschossen von der Ausrüstung hat man eigentlich so mit dem täglichen Gewand, zum Teil auch ein bisschen Festtagsgewand. Und das Ganze hat sich halt jetzt entwickelt über die Jahrzehnte, Jahrhunderte jetzt, kann man schon fast sagen. Und jetzt schaut das momentan halt so aus, dass man komplette Sportausrüstung hat. Das Gewehr hat sich natürlich auch ganz verändert. Und ja, wie gesagt, so schaut es im Jahre 2022 die Sportausrüstung für einen Luftgewehrschützen aus. Anfänger schießen bei der Jugend erstmal mit einem Lichtgewehr ohne Munition mit Laserpunkten. Bei den Erwachsenen ist das anders. Hier wird zum Beispiel noch mit dem Zimmerstutzen geschossen, einer Traditionswaffe. Wir sind eine Schützengesellschaft. Das heißt, wir haben auf der einen Seite den sportlichen Teil, natürlich vorwiegend mit Luftdruckwaffen, Luftpistole, Luftgewehr. Die Jungschützen fangen bei uns an mit sogenannten Lichtgewehren, die also ohne Munition, dafür mit Laserpunkten funktioniert. Daneben haben wir aber auch noch andere Schützen, die dann Kleinkaliber schießen. Bei uns im Verein kann man auch Zimmerstutzen schießen. Das erfreut sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit. Aber auch Großkaliberschützen haben wir, die dann auf Entfernungen bis 250 Meter schießen. Was aber noch pure Tradition hier im Schützenverein ist, die Böllerschützen. Die schießen wie damals im Mittelalter noch traditionell mit Schwarzpulver. Vor 20 Jahren hat man den Brauch hier in der Schützengesellschaft wieder aufleben lassen. Zum Böllerschießen braucht man aber auch eine entsprechende Ausbildung, einen Kurs, der über 2 Tage geht. Man macht dann einen Sprengstoffschein im Grunde, weil man auch mit Sprengstoff, mit Schwarzpulver hantieren muss. Und das gliedert sich in Handböller, Schaftböller oder auch Kanonen. Insbesondere Kanonen, die bei uns am Veteranentag oder bei entsprechenden Beerdigungen auch von Seiten der Gemeinde im Einsatz sind. Im Einsatz sind die Böllerschützen nur bei besonderen Anlässen. Geübt werden muss natürlich trotzdem, da kann es in der Gemeinde Burgberg dann doch auch ohne Anlass mal laut werden. Mit einem Knall in den Feierabend. Danke für Ihr Interesse und bis morgen. Autohaus Dokic in Germeringen vereint das Beste aus 2 Marken, Hyundai und Nissan. Direkt an der B12. Es freut sich auf Sie, Familie Dokic mit Team.